Servus Leute, willkommen zurück zu Tales of Aris. Ich bin gerade erst aufgewacht, es ist 4 Minuten nach 5 Uhr morgens. Ja, ich bin es irgendwie jetzt gewohnt, so früh aufzustehen wegen Arbeit und so. Aber so kann ich wenigstens auch aufnehmen, wobei ich heute noch einen freien Tag habe. Morgen muss ich dann wieder arbeiten. Safar Meereshöhle. Die schreien um. Law? Yeah, sorry. Just a little travel weary is all. Looking forward to finally getting out of here, you know? Still beating yourself up about your dad, aren't you? I'd be lying if I said I wasn't. But that's not what I was just thinking about. Oh? I never did tell you how I ended up hanging around with the Snake Eyes, did I? Not properly. All I know is you had a falling out with your dad and ran away from home. Getting to Cislodia almost killed me. Once there, though, I actually ended up joining a resistance organization, believe it or not. Of course, before long, someone ratted us out. And we were ambushed by the Snake Eyes. I'd never seen such brutality. If I hadn't surrendered... Law? I don't know why they let me live. They made me watch as they butchered my friends right in front of my eyes. I still have nightmares. I hear roars of Zoogles as my friends scream. The snow stained red with blood. And all the while, those bastards laughing. I thought that with Ganabelt defeated, I'd be able to put it all behind me. Turns out that was a little optimistic. I was terrified they would kill me too. So I wound up betraying the memory of my friends and getting my old man killed in the process. I wonder if I'm any braver now. What if one day I panic again and end up running away like always? And leave us behind? You really think you'd do that? I hope not. But who's to say what I'm really capable of? I found you. Something wrong, Rinwell? How very perceptive of you. When I turned around, you were gone, so we came back to look for you. Maybe tell us next time you decide to stop. We need all our manpower to face these Zoogles. Jeez, okay. I can't help it when nature calls, can I? Nature? Ew, gross! Here? Let's make tracks, shall we? I hope he makes it through this. You invited him along. He's your liability. He's Zephyr's son, Shion. What was I supposed to do? Just leave him? Fine. Just don't come crying to me about it, all right? I've got enough deadbeats slowing me down as it is. Oh, Shion, langsam wirst du mir ein bisschen unsympathisch. Why did people dig this path so far underground? Maybe it was too dangerous on the mountains for them to traverse over them. So you're saying that before Danna was conquered, Danans made this so that they'd have a way to get through the mountains? If I had to guess, they might have even lived inside of these once upon a time. Not like there's any way of knowing now. Not after all our history was lost. No, it wasn't lost. It was stolen from us by the Renans because they thought slaves didn't need it. And because keeping it around would have made it harder to control us. It's not all gone. Look at that, over there. What is it? It looks like a broken piece from a dish or something. Probably. It's true the Renans erased a lot of our history. But if we look hard enough, I think we'll find there's still plenty of it left. But first, we have to win the freedom to even look for it. We'll win it, all right. Then we'll reclaim our history. Ja, und ich habe gerade aus Reflex im Dialekt gesprochen, weil ich gesagt habe, die schreien Umma. Also, die schreien herum. Ja. Das taucht doch noch irgendwann auf. Opalmasse. Ein Klumpen milchig-weißes Gestein. Er sanftgrün schimmert. Es gilt als natürlicher Segen der Erde und ihm wohnt die Kraft des Windes inne.
Und jetzt will ich die umschreienden Viecher platt machen. Wumsel. Komm her. Bist du endlich tot? Nee. Ja. Oh, dem haben wir gegeben. Okay, Shion, du kannst dir auf jeden Fall sicher sein. Ups. Kannst dir sicher sein, dass nach dem Text, den du gerade von dir gegeben hast, das nächste Mal Lore die Redeoption bekommt. Aha. Okay, da ist aber eine Leiter, das ist nicht schlecht. Das heißt, ich könnte die Leiter nehmen oder ich könnte ins Wasser springen. Oh, da ist eine Truhe. Vielleicht springe ich doch nicht ins Wasser. Moment, wo muss ich denn landen? Da. I guess Messiah is the first place we met. Hala. Yeah, I was a snake eye and you were a silver sword. Who would have thought we'd end up on the same team? You make an odd pair. It's true. You guys are the odd ones, running with a Renin. Jawohl. Hier mit einem schrägen Pärchen. Oh, eine Ruine. Oh, Fisch. Ich hab die falsche Taste gedrückt. Ich wollte eigentlich springen. Oh, Geld, noch besser. Oh, ich kann schnell schwimmen, obwohl ich eine fette Rüstung trage. Was zum Henker ist das? Das will ich gar nicht bekämpfen. Sieht übel aus. So, dann schauen wir mal. Da geht's nach oben. Na komm. Sehen aus wie Hummer. Die Mischung zwischen Schnecken und Panzerschocker. Oh nein. Knall sie ab, sage ich schon. Nein! Von wegen zu stark. Wow. Ja, das hatte ich. Das Move hatte ich offscreen auch mal. Wow, warum sind die so schwer? Na, Paralyse. Danke. Und wie mache ich die ganze Zeit mit Rinwell jetzt die Mega-Moves? Also, Elfen und Rinwell. Ich höre schon wieder irgendwelche Biester. Da oben sind sie irgendwo. Ah, da ist eine kleine Höhle, wo es reingeht. Da hinten sind wieder diese Schocker. Das sieht aus wie ein Tor. Ah. Von oben! Alle vernichten. Oh, den haben wir gegeben. Schon wieder? Komm, der da. Gut, das war's. Mann. Ich schniefe immer und bin noch ein bisschen müde. Weil ich gerade aufgewacht bin. Oh, geil. Deswegen verzeiht mir das bitte, wenn ich noch ein bisschen, ja, wie gesagt, müde bin. Fisch. Plattfisch. Das Auge an der Seite des platten Körpers und sein einzigartiger Körper verlangt 5 Schnitte zum Filetieren statt 3. Ich habe keine Ahnung vom Filetieren. Ich bin kein Koch.
Astralkrist. Ja? Ah. Ich höre irgendwas Elektrisches. Zital in der Nähe. So, da haben wir wieder diese Schocker. Jetzt mache ich euch platt. Ihr erinnert mich ein bisschen an Slicks. Würden das Slicks keinen Panzer haben. Ey. Oh, euch geben wir. Aua. Nein, nein, nein. Na? Aus nächster Nähe. So. Jetzt gibt's gebratene Muscheln. Nee, ich mag keine Muscheln. Ich habe bisher einmal in meinem Leben Muscheln gegessen. Das war erst vor kurzem und mein Geschmack sind sie nicht. Das heißt ich wenigstens, dass ich viel aus dem Meer esse. Nur keine Muscheln und keine Kalamari. Oh je. Kupferstück. Das kleine Stück Kupfer, das durch Bergbau gewonnen wurde. Heute Kämpfer? Jetzt seid ihr zu viert. Okay. Oh, nein, das wollte ich nicht. Ah gut, du machst jetzt First Aid, aber Law ist auch... Jawohl! Gut gemacht! Und ins Fressbrett. Oh, jetzt machen wir euch alle. Jetzt ich. Ja. Wollen wir ihn geben? Gib's. Gib's vor allem. Das war's. Das war ein cooler Kampf. Wir haben hier ziemlich viel ausgepackt. Muscheltentakel. Primrohr. Erz, das den Träger mit Kraft erfüllt, wenn man es drückt. Zu sicherer Nutzung muss es verarbeitet werden, da die Dauer auf der Wirkung aggressiv macht. Okay. Kann ich es zerstören? Boom! Law macht alles platt. Schwarzer Onyx, der den maximalen KP erhöht. Nicht unbedingt elegant, aber dank seiner praktischen Wirkung überraschend beliebt. Ja. Das wollte ich nicht. So, das brauche ich ja jetzt nicht mehr. Mehr Lebenskraft für mich. Es sind so viele Gegner. Moment, da unten war aber auch noch irgendeiner. Ja, da. Aha. Was zum Henker? Schön, ich hatte mich irgendwie geglitscht, dass ich in der Luft schwebte. Mhm. Ey, wird wohl wieder was für Silvester Special. Schön. Ich glitsche auch wirklich jedes Spiel, das ich in die Finger bekomme. Ja! Luxion. Was Tor erweitern? Ja, diese Viecher sind ja übel. Die halten ganz schön aus. So, glitsche ich immer noch? Ja. Geglitsche! So.
Komisch, dass ich solche Glitches auslöse. Vor allem... Wow. Law, jetzt räumst du auf. Ja. Der beste Glitch war in The Legend of Zelda Twilight Princess. Wo ich einfach diese Lichtkugel in mich reingeglitscht habe und dann durch die Gegend schwebte mit Full Speed. Gib ihm! Ich habe aus Versehen die falsche Taste gedrückt. Opfergelee verwendet. Ja, so stimmt ja, ihr könnt ja Items auch verwenden. Mega, fester Mega-Knochen. Orangen-Gelee. Da ist aber auch was, das will ich haben. Erstmal mache ich euch fertig, ich komme her. Ich bin vor allem immer noch verärgert wegen meiner eigenen Blödheit, weil ich Kingdom Hearts 3 von der PS4 gelöscht habe, weil ich musste ja Platz schaffen, sonst hätte ich nicht weiter zocken können. Weil sonst hätte ich das hier und Elden eigentlich installieren können. Was traurig ist, ich habe ja ganz vergessen, dass ich Yosora noch besiegen musste. Das Schlimme ist, wenn die Daten jetzt nicht gespeichert werden und ich es gelöscht habe und wenn ich es wieder installiere, die Daten weg sind, kann ich das ganze Spiel wiederholen. Oh, da freue ich mich jetzt schon drauf. Und wenn meine Streamqualität nicht so scheiße wäre, würde ich streamen. Und meine Streamqualität ist leider scheiße. Okay, da hinten sind sie. Gut. Schon wieder. Warum ist der Pilz noch da? So. Ich hab dich doch gepflückt. Naja, Qualität hin und her. Mir wird wohl nichts anderes übrig bleiben, als es zu streamen. Ich habe ja zum Glück das reguläre Let's Play von Kingdom Hearts 3 quasi beendet. Es fehlt eben nur Yosora. Irgendwann werde ich ihn besiegen. Hoffentlich. Oh. Hör auf, das magst du nicht. Hör auf, sag ich. Dass dieses Vieh die ganze Zeit auflädt, trotzdem. Ja, bester Move. Also bestes Duo. Weil irgendwie mag ich die beiden als Combo mehr als Winwell, Shion und Elfen, Law und Shion und Law und Winwell. Warum, weiß ich nicht. Die Schwalbenklinge ist ja an sich ganz gut, aber... Hast du schon wieder Hunger? Moment, jetzt muss ich mal gucken, wie es mit den Arts aussieht. Es dauert noch. Okay, das bald. Okay, es geht weiter nach unten. Da sind noch mehr Viecher. Da hinten sind Viecher. Ich will zuerst den Sack. Orangen-Chili. Gut, jetzt kommt er. Wow! Es hat mich total irritiert, dass da hinten was angeflogen kam. Dabei war das nur Winwells Magie. Ja, das ist Vieh, es hält aus. Oh. Au. Das hat Defensive ohne Ende. Ich glaube, dem mache ich so gut wie gar nichts aus. Das
glaube, ich muss mir langsam eine neue Waffe zulegen. So, jetzt komm her. Ja, ich wollte gerade meinen Mega-Move auspacken. Es ist blöd, dass das Überlimit hier automatisch angeht und nicht, dass man es manuell aktivieren kann, wie in Tales of Hesperia. Manuelle Aktivierung finde ich wesentlich besser. Könnte ich es nutzen, wann ich will. Toll, ich will eigentlich die Schnecke. Ja. Geh doch drauf! Hat er gerade Grimo gesagt? Ja, jetzt! Ich mache irgendwie nicht so viel Schaden. Lass mich raten, ihr seid immun gegen Windmagie, oder? Ah, ne. So, Gegnerinfo. Wow. Da. Ne, gegen Wasser. Aber ihr habt eine Feuerschwäche. So, ich könnte auch hier nach unten. Dann guck erst mal runter. Go straight through without all this hassle. On the other hand, the collapsed parts let you reach some places you wouldn't be able to otherwise. Now that you mention it, the ceiling's not gonna come down on us, is it? Ich könnte da runter. Ah, perfekt. Ich wollte nur wissen, ob es da weitergeht oder nicht, aber da. Das hier scheint tatsächlich nur optional zu sein. Jetzt mal raten, Gargoyles platt machen, nicht wahr? Mach auf! Ja, aber. Die Deine ist umgefallen, die wachen nicht auf. Da hinten sehe ich einen Haufen Wumsel oder wie die heißen. Ja, Wumsel. Fünfmal. Ich frage mich, wie viele Leute wir hier bekommen als Gefährten. Bisher waren in jedem Tales of Spiel ja immer mehrere. Also, dass man die Teams hin und her switchen kann. Ja! Gib's ihm! Also, mindestens eine Person bekommen wir hier ja noch. Box ihn! Oh. Schon wieder? Jetzt habe ich extra nach rechts gedrückt. Diesen Tohuwabohu erkennt man doch gar nichts mehr. Ich meine, ja, ich erkenne zwar schon alles, aber... Ich meine, ich drücke ja die Tasten, deswegen weiß ich ja, was passiert, aber trotzdem. Ah, war ja klar, dass irgendjemand fake ist. Fünfmal? Ich dachte, ihr seid nur zu zweit. Wo kommt ihr alle her? Okay, einer sitzt nur doof rum. So, einer ist tot. Die haben mich nicht ernsthaft vergiftet, oder? Ja, haben sie. Geh drauf! Zack, zack! So, jetzt ist nur mehr der da hinten. Und der ist auch tot. Die halten zum Glück nicht viel aus. Ich hoffe, du hast mich wenigstens vor der Vergiftung bewahrt. Zeugel Panzerweste.
Ja, aber dieses Equipment ist, glaube ich, nicht für dich. Ich würde schätzen, die ist für meinen Jüngling da. Ja. Also da finde ich es gut, dass er seine Wolfsuniform nicht ändert. Weil die ist geil. So, jetzt aber schnell weg hier, bevor hier noch mehr Gargoyles auf die Idee kommen aufzuwachen. Da hinten ist was drauf, aber... Ja, da komme ich so nicht hoch. Egal. Sind nur Pilze, die brauche ich nicht. Sislidan, you remember how you said so long as you don't give up, there's nothing to stop someone starting over? Yeah? Well, I think you did just that. You've set out on a new path despite what happened in your past. Besides, you're not the only one fumbling your way through things. You too? It was your dad who taught me to fight. Back at the start of all this, I knew that so long as I followed him, I wouldn't end up straying. But it was also your dad who told me the importance of becoming my own master. Of searching out the answers within me. I always figured I would one day. But at the same time, I had so much more to learn. When he died, I suddenly found myself rudderless. Sure, our immediate goal is to defeat all the lords. But then what comes after that? There's no one left to point me in the right direction. It was then that I realized, no matter how much I fret about it, the only thing I can do is fight. Renan brutality isn't going to right itself. So that's what I'm doing, fighting. And in the meantime, I'll try to figure out my next move. Right now, that's about all I can do. And you really believe you got what it takes to win this? Against all the odds? Yes, I do. Or at least I want to. If I'm being completely honest, sometimes I'm not really sure whether I can or not. So what if we're still figuring stuff out? If we do it together, then we can support one another along the way. Is there anything so wrong with that? No, I don't think there is. I think I get it now. We may not know what we're capable of, but we have to try all the same. Having another one of your secret meetings? Don't tell me you were taking yet another bathroom break? Oh, we were just engaging in a bit of brotherly bonding. Isn't that right, Alfin? Yeah, that's right. Hmm? Fine then, suit yourselves. Hey, I think I can feel a breeze up ahead. I bet the exit is real close. Finally! Man, it's been too long since I felt the sun on my face. Also, Law und Elfen werden mir immer sympathischer. Wie Vater und Sohn fast. When I get in a tussle, I go full force right at him. Whoever makes the first move wins. I do have to admit, it's quite the spectacle to watch you charge in and go to town on someone during a battle. Yeah. It was actually my old man who taught me to fight that way. The more I lay the beat down on some baddies, the more fired up my fists of fury get. Zephyr taught you? Wow. I guess you really are following in his footsteps. There's nothing wrong with being so focused on offense, but the enemy always fights back at some point. Eh, as long as I don't get hit, it's not a problem, right? So what you're saying is you're too weak to take a hit. You're not exactly one to talk. Okay, so kann man es auch sehen. Unter Männern. Ah, jetzt kommt ja Männergespräch. What were you two talking about earlier? Earlier? Oh, it was just serious guy talk. You know, the kind that girls don't get to hear. Really? Don't mind him, Rinwell. It's just... Well, maybe it is a little difficult to talk about in front of women. Difficult to talk about. Okay, now I really want to hear it. Unless it's not the creepy sort of guy talk, right? No. Okay, it's not creepy. Okay, okay. As long as you're fighting fit, you can talk about whatever you like. Ja, Shion ist irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber langsam aber sicher wird's mir immer unsympathischer.
Und Law trägt jetzt an ihrer Stelle der Sympathie. Ja gut, Shion hat ja ihre Gründe. Ich erfahre hoffentlich noch mehr über sie. Aber gut, dann lasse ich es erstmal. Das war Tales of Arrhys. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch.